So, das war da und da. Haben wir jetzt geplündert, ja. Gucken wir mal hier. Wieder Armbrustbolzen. Lederrüstung. Okay, Inventar ist voll. Bolzen. Beißender Bolzen, okay. Ja, das wird nachher lustig, hier alles wieder zu ordnen. So, dann gucken wir erstmal in die Tür nach Norden. Das sieht wichtig aus, okay. Werde ich gebraucht? Ich versuche immer mein Bestes. Ja, das hier wären halt die Käfige, in die wir die Erdkolosse reinlocken hätten können. Offenbar sind die Erdkolosse durch die Wand dieser Zelle gebrochen und haben so Einlass in die Burg gefunden. In den Tunnel direkt hinter der Zelle liegen mehrere Töpfe mit Eintopf. Hier scheinen die Erdkolosse zu fressen. Ja, also hier hätte ich sie einsperren können, die Erdkolosse. Hier wären halt Hundeknochen drin. Die Ansammlung von Knochen war einst das Skelett eines Hundes. Irgendetwas Großes hat ihn an ihnen herumgenagt. Ja, Erdkolosse halt. Erdkolosse sind böse. Das streite ich nicht ab. Dadurch, dass sie verwirren können und dass sie eigentlich recht stark und schnell sind. Ja, hier sind noch mehr Leichen drin. Also wir wissen, wo die ganzen Toten geendet haben. Ich bin zu natürlich. Fragten keine große Herausforderung. Ja, wir hätten halt die Erdkolosse da unten einsperren können, während sie fressen. War aber jetzt nicht notwendig. Ich warte, was immer ihr wünscht. Ja, wenn ihr es wollt. So. Das hier sieht fast so aus, als ob wir schon fast durch wären. Torgal, ja, der große Obertroll. Träne vorm gerichtet zu werden, Kreatur. Herrscher des Heeres endet hier. Ich verstecke mich nicht vor Abschaum wie euch. Kommt und sterbt, wenn ihr euch traut. Ich bin hier, um mit euch zu reden. Ich wünsche keinen Gefangen, keinen Kampf. Ich möchte mit euch über das Nehmen eurer Gefangenen verhandeln. Ich möchte nicht, dass es hier noch mehr Tote gibt. Entschuldigung, ich glaube, ich bin ins falsche Zimmer geraten. Ich bin schon wieder fort. Kein Grund aufzustehen. Naja. Versuchen wir mal über die Gefangenen zu verhandeln, da Talisa ja ein guter Charakter ist und es sich um Nalias Vater dreht. Gefangene verhandeln, ja. Wer Fragen gagt, wie euch soll sterben? Felsschmetterrudel denken, alle sterben, jetzt haben was stärkerer wollen. Torgal gut gearbeitet, jetzt ihr sterben für Spaß. Wenn ihr keinen handeln wollt, werden wir euch töten müssen. Wenn euch euer Leben etwas wert ist, dann hört zu. Aber vielleicht können wir mehr anbieten als dieser Stärkere. Wie wollt ihr das wissen, wenn ihr uns nichts anhört? So sei es. Mit einem Dickschädel wie euch zu diskutieren, bringt uns wohl nichts. Nehmen wir mal das Mittlere. Ihr habt schöne Wörter wie Stärkere, aber zahlen Fleisch und Land. Ihr nicht stark zahlen wie ihr. Ihr besser gegangen wärt wie andere Kleinen. Gärten wachen. Okay. Torgal. Riesentroll. Ich helfe, wo immer ich kann. Vacio,
Okay. Ja. Wir können uns nicht während dem Kampf buffen. Wir müssen uns vor dem Kampf buffen. Imperium. Die Dienerin der Natur ist bereit. Werde ich gebraucht? Gut. Ich warte. Ja, keine große Herausforderung. Ich logge ihn einfach raus. Ja, nehmen wir wieder dasselbe. Ich riechen. Ich dich riechen, Lugandorn. Nicht verstecken können vor dem Torga. So, und jetzt können wir ihn alleine metzeln. Ich helfe, wo immer ich kann. Lasst mich bitte. Hauen ihm Säurepfeile um die Ohren. Okay. Was kann ich tun? Stärker als gedacht, der Junge. Ich bin zu allem bereit. Sobald er umfällt. Oh, er ist schon tot. Ich bin bereit. Jawohl. Wie ihr wünscht. Er hat zwei Edelsteine dabei. Oh, sehr gut. Verlangsamen. Stirb, du Scheusal. Ich werde diesen Ort von jedem Makel reinigen, den du hinterlassen hast. Ich werde. Verschwinden wir von hier. Ich möchte mein Zuhause nicht in diesem Zustand sehen. Wir haben getan, was wir konnten. Ich muss nachdenken. Ich werde mehr sagen, sobald wir diesen Ort verlassen haben. Ja. Haben wir das jetzt schon unter abgehakt? Nein. Torgal ist tot und alle Trolle und Jurantier, die noch übrig sind, werden ohne einen Anführer bald die Flucht ergreifen. Jetzt an der Zeit zu gehen und die Dinge hier wieder den normalen Lauf nehmen zu lassen. Ja. Ich warte auf euren Befehl. Heilen wir erstmal. So. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Dann Ausstellung. Schneller als Chick-Ticker, Schnellpratze. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ja, da kommen zwei Trolle. Ja. Eine Troll hätte gereicht. Ja? Einfach fragen und ich handle. Wenn ich der Gruppe weit. Ja, schön erledigt. Und das war Yahira. Habe ich einen Quicksave gemacht gehabt? Das ist die gute Frage. Habe ich einen Quicksave? Ja. Keine große Herausforderung. Ich warte. Nun gut. Halte die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. So, holen wir erstmal nur einen. Die Riesentrolle sind nämlich stark. Ja. Ja? Wie kann ich helfen? Was ist eigentlich auf sie noch gewirkt? Steinhaut, ah. Steinhaut hebt verdammt lange. Lasst mich bitte helfen. So. Tod dem Troll.
Mortals. Vita. Mortals. So, und dann schnappen wir uns noch den Troll. Spür die Hand der Gerechtigkeit. Die Diener schuld, wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. So. Und weg ist er. Die Natur könnte selbst die Einzug fließen. Wenn ich blutige Ballreinigt in das Gleichgewicht zurückgebracht würde, war es das wohl wert. Wir haben zahlreiche finstere Kreaturen auf die niederen Ebenen geschickt. Was meint ihr, werter Paladin Keldorn? Wer keine Gnade verdient, sollte auch keine bekommen, oder? Die Zahl meiner Verletzungen nimmt zu und ich benötige bald medizinische Hilfe. Dennoch war es das wohl wert. Wir haben zahlreiche finstere Kreaturen auf die niederen Ebenen geschickt. Was meint ihr, werter Paladin Keldorn? Wer keine Gnade verdient, sollte auch keine bekommen, Kann oder? Kann ich eurem Tonfall entnehmen, dass ihr mit unseren Feinden sympathisiert? Ja, das habe ich nie verstanden, weil wie so dieser Dialog so zustande kommt. Ja, nicht im Mindesten, obwohl ich mich doch der Vorstellung hingebe, dass nicht alle unrettbar sind. In der Theorie vielleicht, obwohl ich auch bei euch keinerlei Zögern erkennen kann, wie ihr kämpft. Wollt ihr mich für etwas bestrafen, dass ich das für euch wie selbstverständlich in Anspruch nehmt? Nicht im Kampf, nein, aber ich habe bemerkt, dass eure Schwarz-Weiß-Sicht der Dinge weit über den Kampf hinausgeht. Es gibt auch Schattierungen dazwischen, wisst ihr? Grau? Grau ist keine Farbe, es ist das verschwommene Bild von etwas anderem. Grau steht für Wankelmut und dafür habe ich keine Zeit. Ich warte. Also ja, das ist Nalias Vater. Ich werde tun, was ich kann. Die Statue Tyrs erhebt sich über einem privaten Schrein. Darstellung der Ahnen von Deanes sind an der Wand angebracht. Ja. Gold und jede Menge Schmuck. Und der Behälter ist voll. Einfach fragen, ich bin gerne zu Diensten. Das ist ein Zauber der Stufe 5. Schwachsinn. Ja. Natürlich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, habe ich was falsch gemacht oder gab's nur diesen Weg? Ich mache hier mal einen Quick Save. Dann lade ich das Autosave. Kein. Nun gut. So, hier nochmal speichern. LP 009B. So. Und lad wieder das Quick Save. Weil ich hätte schwören können. Also ja, es ist eine ganze Weile her, dass ich Baldur's Gate 2 gespielt habe. Aber soweit ich mich erinnern kann, konnte man Nalias Vater retten. Keine große Herausforderung. Gut. Ihr müsst. Verlassen wir. Nun gut. Die Festung mal. Und kehren zur Palisade zurück. Ihr müsst eure Gruppe erst...